Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic. Ja, wir machen uns jetzt auf die Jagd im Sumpflager und suchen auch irgendjemanden, der uns Zweihänder vielleicht sogar jetzt mal beibringt. Denn Zweihänder geben definitiv, so wie wir das jetzt hier mitbekommen haben, oder ich zumindest, ihr wisst das wahrscheinlich alle schon längst, schon lange, definitiv mehr Schaden. Und Schilde kann man ja hier auch nicht haben. Kann man nicht nutzen. Ich weiß jetzt nicht, wie es im zweiten Teil ist, ob man da Schilde haben kann. Aber hier nichts mit Schilden. Da müssen wir mal schauen, dass wir vielleicht auf Zweihänder gehen. Ausprobieren. So, hier sehe ich aber auch nichts rumlaufen. Nichts, was kreucht und fleucht. Aber wir können noch mal gucken bei den Sumpfhainen unten, ob die auch schon wieder da sind. Aber erstmal gucken, dass wir Zweihänder lernen, skillen. Ansonsten war ja Torus derjenige, der uns Zweihänder beibringen konnte. Aber so viele Raphis hier wieder. Könnten aber auch mal wieder was futtern, anstatt nur Heiltränke. So, reicht das denn auch, was ich hier jetzt fresse? Ja. So. 384 und 384. Mana 12 und 17. Gucken wir mal, hier gibt es doch bestimmt irgendwen, der uns das mal beibringen kann. Und wir können noch mal ein bisschen Fleisch anbraten, das ist auch auf jeden Fall super. Wir haben ja jetzt so viel gesammelt, was Fleisch angeht. Ja, okay, das wird aber auch jetzt ewig dauern, glaube ich. Wie viel haben wir denn davon eigentlich? Auf jeden Fall zu viel. Haben wir? Wie viel haben wir? Haben jetzt 244. Wie viel haben wir noch hier? Einen. Das muss man auch erstmal hinkriegen, dass man genau einen noch übrig hat. Ich würde aber sagen, wir gehen mal in Richtung Trainingslager, das hier irgendwo sehr sein soll. Ich glaube hier, wenn wir hier jetzt hochgehen, kommen wir dahin. Die Leiter. Aber behalte für dich, muss ich gleich jeder wissen.
Ja, genau da. Da ist das Lager. Gornatov. Erwache! Erwache. Okay, der bringt mir nichts bei. Koranga. Erwache! Erwache. Wie werde ich in den Kreis der Tempel? Nee, das will ich nicht. Ich könnte mich jetzt eigentlich einen von denen wieder anschließen, ne? Wer könnte mir jetzt Zweihänder beibringen? Der raucht jetzt erstmal. Okay, der hat nichts dagegen, dass ich neben ihm gepennt habe. Super, immerhin. Gut, dann gehen wir mal runter. So, mir juckt aber auch die Nase die ganze Zeit. Sind die Sumpfhaie denn wieder da? Wenn wir jetzt hier so rüberspringen, oder zumindest ein paar Blutfliegen, wäre auch super. Ja, ein paar Blutfliegen sind da. Was ist dein Problem jetzt? Was? Komm. Kommst du runter? Was ist mit dem Himmel jetzt? Ja, wenn er da oben feststecken will. Kein Problem. Ja, auch schön, dass das Spiel jetzt gerade ein bisschen buggy ist hier. Aber neue Sumpfhaie sehe ich jetzt keine. Ist ein bisschen enttäuschend. Okay. Klettern wir erstmal einen Baum hoch. So. Hä? Komm hier, wieso komme ich jetzt nicht dahin? Ich wollte die Heilkräuter hier einsammeln. Du lässt mich nicht. Aber das mit dem Sumpfhain ist jetzt wirklich ein bisschen enttäuschend, dass ich die jetzt auch nicht hier nochmal schlachten darf. Mal gucken, gibt es hier vielleicht noch irgendwo andere Sumpfhaie? Den habe ich ja schon alles weggesammelt. Erwache. Erwache. Was passiert, wenn wir den da mal ausrauben? Also beklauen? Kann nicht beklaut werden, warum?
Das ist jetzt enttäuschend. Ja, komm, dann gehen wir mal wieder zurück. So. Baal Odun. Erwache. Erwache. Ich glaube, hier kann mir niemand das beibringen, was ich haben will. So. Obwohl, Gorn könnte vielleicht auch noch was beibringen, oder? Oder Lester, der könnte auch noch vielleicht irgendwie einem paar Sachen unterrichten. Gäbe es da auf jeden Fall vielleicht die Möglichkeit? Ja, schauen wir mal auf jeden Fall. Sobald wir die finden, können wir die mal anquatschen. Gorn wissen wir ja, wo der ist. Lester müsste, glaube ich, auch noch in diesem einen Tempel sein, da im Orkgebiet. Ja, hier geht's wieder ein. Dann können wir da auch nochmal reingehen. Über die Brücke. So. Und noch ein Dodo. Hier den Abschnitt vom Wald haben wir vergessen, oder? Wir haben wieder Schinken. Wir gehen mal zum Goblins rein. Da ist auf jeden Fall einer. Ich wollte schon sagen, warum habe ich die nicht getroffen? So, dessen süße Nagelkeule nehmen wir mit. Kraut. Ja, man muss hier alles nochmal durchgehen, wenn man wirklich alles geskillt haben will oder zumindest immer wieder neue Skillpunkte braucht. Obwohl, was ich mitbekommen habe, ist, in Gothic 2 soll das nicht mehr möglich sein, dass man genug Skillpunkte da sammelt. Da kann man sich verskillen. Das habe ich mitbekommen. Hier kann man sich ja noch nicht wirklich verskillen. So. So, die Nagelkeule und das. Ja, komm. Die Nagelkeule nehmen wir auch noch mit. Das ist alles Geld, alles Erz. Da dürfte nichts mehr drin sein, ne? Aber wenigstens haben wir die Punkte mitgenommen. Wie viel fehlt uns noch?
Genug. Warum gucke ich da überhaupt jetzt nach? Wir haben gerade erst im Grunde angefangen, die Dinger da zu sammeln. So, und hier in dem Abschnitt fehlen ja noch ein paar Viecher, ne? Von dem Wald. Ja, da sehe ich noch mal einen Wolf. Schade für den Wolf, aber ich brauche seine Punkte. Ja, was Punkte angeht, habe ich kein Mitleid. Und da sind noch ein paar Dodos. Hier unten sind aber keine Blutfliegen mehr. Kann das sein? Ich wollte schon sagen, warum treffe ich den nicht? Ah, da. Da ist noch einer. Okay, aber auf der anderen Seite der Brücke brauchen wir jetzt nicht entlang zu laufen. Weil da hatten wir, glaube ich, schon alles durchsucht. Fehlt nur noch der Bereich. So. Da haben wir noch eine Blutfliege. Bitte nicht irgendwo hängen bleiben. Der will mich doch jetzt verarschen, ne? Ich wollte schon sagen, werde ich jetzt von so einer Blutfliege verarschen. Wie kommen wir am besten da rüber, ohne drauf zu gehen? Indem wir so rüberspringen und das Rad mitnehmen. Dem dort Problem. So, Waldbären. Und da sehe ich noch ein paar Mallrats. Und noch ein Dodo. So. Und noch ein Wolf. Ja, Mann. Alles Punkte. So, komm. Sonst gibt's hier gar nichts mehr. So gut, dann können wir jetzt noch einmal hier über die Brücke gehen, gucken, ob da noch was ist. Ein paar Beißer müssten da wieder sein. Definitiv. Da unten gibt es sonst gar nichts, ne? Keine neuen Beißer hier. Gibt es hier sonst noch irgendwie was?
gar nichts. Ja, okay, da kommen wir so nicht vorbei. Wie sieht's denn hier unten aus? Wie ist das denn überhaupt wieder offen hier? Stimmt, war ja ein Ladebildschirm hier. Komm, hier müssen doch ein paar Orks wieder da sein. Ein oder zwei Orks. Ja, anscheinend ja nicht. Nichts. Ja. Okay. Aber es sind Erfahrungspunkte. Es sind Erfahrungspunkte, Leute. Hat keiner gesehen, ja? Ihr behaltet das für euch, bitte. Ne, hier gibt's gar nichts. Aber okay, dann haben wir zumindest die beiden auch mal erledigt, aber hat gar keinen Sinn gemacht, hier wieder runterzukommen. Ja, müssen wir dann vielleicht durchs Ork-Gebiet nochmal hingehen. Vielleicht sind die Elementals wieder da, die elementaren Gegner. Obwohl, da können wir noch einmal hingucken. Vielleicht ist da irgendwas wieder gespawnt. Erwache. Du Erwache? Hast mir ganz schön aufs Maul gehauen, Mann. War ein guter Kampf, aber jetzt ist gut. Okay. Hatte ich den nicht getötet gehabt? Der lebt noch, anscheinend. Der war jetzt hier mehrere Tage bewusstlos in der Mine, also im Orkfriedhof geblieben. Welcher Tag ist das jetzt? Tag 30. Der war locker eine Woche dort zurück, den haben wir da locker eine Woche zurückgelassen. Sterben gelassen. Und jetzt ist alles wieder gut. Ja. Okay. Mir fällt da nichts ein, was ich zu sagen kann. Außer, dass wir das so hinnehmen. Ja, aber gut, wir machen uns dann jetzt mal auf den Weg in Richtung Orklager. Oh, und das Sklavenbrot nehmen wir auch noch mit. Und Höllenpilz. Hier gibt es sonst nichts mehr. So. Ja, das können wir auch speichern. Wie sieht's denn... Ne, hier nicht. 195.545. Von 203.000. 203.000, das wird noch eine Herausforderung, das zu schaffen. Okay, die Musik war jetzt ganz komisch. Aber gut,
lassen. Wartet mal, so mit der Musik sein. Ja, da sind wieder Warane. Oh, nice. Boah, ich hoffe, dann sind oben wieder die Beißer da. Nee, hier war ja nichts. Hier war ja auch nichts, ne? Dann gehen wir den anderen Weg entlang. So, hier. Nee, hier hat sich noch nichts wieder neu gebildet. Auch nicht. Hier vielleicht. Genau, hier bei Lester. Hier war Lester. Da müssen wir... Vielleicht kann Lester uns was beibringen. Quatschen wir mal mit dem. So. Muss doch hier noch definitiv sein. Hä? Okay, wo ist Lester? Hat sich hier irgendwas gerespawnt? Ach stimmt, der war ja drinne. Hier ist Lester. Erwache! Erwache! Der Schläfer möge dich behüten. Okay. Dann kann es sein, dass hier nichts mehr gibt's. Gut, dann gehen wir mal den Weg da wieder entlang. Beziehungsweise ich würde sagen, durchs Orkgebiet, die Jagd durchs Orkgebiet machen wir in der nächsten Folge. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.